unpopular opinion, ich liebe Yu-Gi-Oh! Zensuren. Versteht mich nicht falsch, die sind wahrscheinlich in 90% der Fällen absolut irrelevant, unberechtigt und absolut unnötig. Aber ich muss einfach sagen, ich habe absolut Spaß damit, mir diese Karten teils einmal anzugucken. Deswegen dachte ich, come on, wir machen jetzt einfach auf diesem Kanal ein Yu-Gi-Oh! Zensurformat. Das haben schon so viele vorher gemacht, aber ich habe meinen eigenen Charme. Ich will dumme Kommentare zu irgendwelchen Karten abgeben, die zensiert wurden. Und dementsprechend machen wir das. Es gibt prinzipiell, kann man sagen, so 4 große Themen, in die man die Zensuren reinpacken kann. Das eine davon ist Religion, dann hätten wir Waffen, dann hätten wir sowas wie Gewalt, Blut etc. Und zum Schluss natürlich noch den sexy Stuff. Und das sind Anzüglichkeiten, denn wir im Westen sind, was das angeht, doch ein bisschen, ja, unlockerer, nennen wir es einfach mal, als unsere guten Freunde aus dem wunderbaren Japan oder teils tatsächlich lustigerweise auch China. China zensiert die Karten nicht mal so krass, also das hat mich ein bisschen überrascht. Aber ja, wie gesagt, und wir werden einfach mal in dieses Video von jedem von diesen Dingern 2 reinpacken. Es gibt natürlich noch andere, die in keine von diesen 4 Kategorien reinpassen, aber wir machen jetzt einfach mal 2 von denen. Und wir fangen natürlich direkt an mit der OG-Karte und das sind alle 4 Exodia-Teile. Ich nehme jetzt beispielsweise mal den rechten Arm, weil man es damit am besten sieht. Und zwar haben wir einmal natürlich im OCG-Artwork hinten diesen, ja, was nennen wir es? Teil von diesem Stern. Das ist nämlich ein Pentagramm. Das Pentagramm zieht sich quasi durchgehend bei Exodia in allen Teilen einfach hinten rum. Und es ist halt ein religiöses Zeichen und dementsprechend fanden wir das im Westen gar nicht cool. Wir haben nämlich gesagt, Religion wollen wir nicht auf einem Kinderspiel haben. Deswegen haben die einfach den faszinierenden Kreis oder den Bannkreis nach hinten reingepackt. Und das Ding ist, das wurde natürlich auch in allen anderen Karten, in denen Exodia gezeigt wird, einfach reingepackt. Was ich an der Stelle viel interessanter finde, ist, die TCG-Version ergibt meiner Meinung nach viel mehr Sinn als die OCG-Version. Denn wenn wir uns jetzt einfach mal alle Teile angucken, sehen wir, dass der wunderschöne Bannkreis bei jeder Karte tatsächlich, oder bei jeder Exodia-Karte, im Hintergrund ist. Wenn wir uns jetzt aber mal alle Teile im OCG angucken, sehen wir, dass da bei Beinen und Armen dieses Pentagramm im Hintergrund zu sehen ist. Warum zum Geier ist das Pentagramm beim Kopf von Exodia vor dem Kopf? So, versteh mich nicht falsch. Natürlich, hinter Exodia hätte man es jetzt nicht unbedingt gesehen, wenn man es nicht so ähnlich macht wie halt im, ja, TCG. Das Ding ist nur, das ist ja, wenn wir jetzt einfach mal Exodia nehmen und diese Teile, das ist ja ein Bild von Exodia. Das sind ja quasi, stell dir vor, Exodia hat gepostet und dann hat man da 5 Bilder von gemacht. Warum ist der Kopf dann hinter dem Pentagramm? Ich weiß, Exodia kommt beim Beschwören so ein bisschen aus diesem Pentagramm, beziehungsweise halt aus dem Kreis raus, aber das tut's halt auf dem Bild nicht, weil Arme und Beine kommen da ja nicht raus. So, das ist ja nach wie vor drin, ne? Deswegen, es ergibt irgendwie keinen Sinn, dass Exodias Kopf hinter dem Pentagramm ist. Das müsste halt eigentlich auch davor sein, das sieht weird aus. Was ich super witzig finde, ist Karte Nummer 2 und das ist der Jäger mit 7 Waffen. Denn wenn wir uns jetzt einfach mal das OCG-Artwork angucken und das dann einmal mit dem TCG-Artwork vergleichen, das ist in der Hinsicht nämlich ziemlich witzig, weil der hat 7 Waffen. Schwert ist okay. Armbrust, absolut in Ordnung. Der hat unten, was sind das? Keine Ahnung, so Wurfgeschosse-mäßige Sachen oder so. Der hat glaube ich, sogar Granaten in seinem Beutel. Alles komplett Tutti. Aber die eine Waffe da hinten, die schießt, die geht nicht. So, da machen wir lieber einen fucking Stahlschläger draus mit Noppen. Weil das ist viel kinderfreundlicher. Ich weiß nicht. Also, der hat eine Armbrust. Auf dem Arm. Warum ist das okay, aber eine Pistole nicht? Ich weiß, wir haben Pistolen sehr gerne zensiert. Und Gott im Himmel, in diesem Projekt werden wir da wahrscheinlich noch sehr lustige Artworks finden. Ich finde das einfach funny. Der hat einfach 7 Waffen. Und die Leute im TCG dachten sich so, also 6 sind okay. Aber bei 7, nee, das too much. Als nächstes hätten wir, ja, jetzt nenne ich es mal Gewalt, Blut etc. als, ja, Thema. Und hier hätten wir einmal Kreislauf des Wasserspiegels. Ist einfach nur eine Fallenkarte für Wasserkarten. Das Lustige ist, die OCG-Version hat eine Dame mit offenem Mund. Und die TCG-Version hat den Mund einfach zugemacht. Die dachten sich nämlich so, ja, wenn ihr den Mund offen hat, da sieht ein bisschen aus, als hätte die Schmerzen. Das ist nicht gut. Machen wir den Mund einfach zu. Und das sieht aus, als wäre sie tot. Also, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, der das so sieht, aber mit offenem Mund sieht es aus, als hätte die Schmerzen. Mit geschlossenem Mund und offenen Augen sieht die tot aus. Also, ich habe lieber noch Schmerzen, anstatt tot zu sein. So, natürlich bis zu einem bestimmten Grad höchstwahrscheinlich, aber bin ich da allein? Also, come on. Der offene Mund sieht, finde ich, viel besser aus als der geschlossene. Weil wir haben die einfach gekillt.
Okay, ich finde die nächste Karte einfach lustig. Und ich weiß, ihr wartet alle auf das Thumbnail, weil ihr alle Geier seid. Aber das kriegt ihr noch, keine Sorge, ihr kriegt das noch. Aber wir reden jetzt erstmal über die Karte Ego Boost. Okay, imagine. Wie fängt man da jetzt am besten an? Die haben einfach im TCG den, keine Ahnung, das Monster, ich meine, das Ding hat Hörner, also das Wesen, zur Seite gerückt, weil es aussah, als würde er ihnen, als würde ihm Head geben, um es so auszudrücken, und ich finde das funny. So stehe ich, by the way, jeden Tag vorm Spiegel morgens. Absolut, genau das ist die Pose. Aber ja, es ist lustig. Und ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Kommen wir wieder zur Religion, und ich habe hier mal eine Karte genommen, die prinzipiell für vieles einfach ein bisschen steht, und das ist Ruf der Gejagten oder Call of the Haunted. Denn wir haben hier einfach im TCG im Vergleich zum OCG einfach die Kreuze tatsächlich rausgepackt. Denn wir wissen, Kreuze, das ist zu religiös, denn Grabsteine sind ja besser. Die stehen ja auch für Tod, aber wenigstens nicht für religiösen Tod. Nee, also wirklich, ich finde es immer super lustig, dass halt einfach bei solchen Artworks so, dass das Kreuze da einfach absolut nicht in Ordnung geht, dass selbst die Kreuze auf einem Grabstein rausgemacht werden. Okay, so, ja, wir haben es verstanden, wir dürfen keine Kreuze zeigen. Bisschen weird, aber mein Gott, mach halt, was er wollt. Okay, das finde ich jetzt wieder lustig, nämlich das ist einmal das Cosmo-Bauernmädchen. By the way, der Cosmo-Archetype, super lustig, ist einfach eine Kreuzung aus Star Wars und, wie hieß es nochmal, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Alice, nicht Alice im Wunderland. Hier, da, wo das Lied Somewhere Over the Rainbow kommt, da kommt das her. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Mir fällt es nicht ein. Schreibt mal einen Kommentar, mir fällt der deutsche Name gerade davon nicht ein. Im OCG hat die Tante drauf eine schwarze Pistole und wir haben die im TCG einfach lila gefärbt, damit es aussieht wie eine Spielzeugwaffe. Es sieht jetzt aus, als hätte sie eine Wasserpistole. Weil, wie gesagt, schwarz ist brutal. Also, schwarze Waffen geht gar nicht. Das sieht aus wie eine echte Waffe. Lass die lila machen. Ich schwör's, ich hätte das so gefallen, wenn sie da einfach so eine Laser... Vor allem, ich muss ja sagen, es hätte ja gepasst, wenn man so ein bisschen das, ja, Boral Dragon-Syndrom macht, so dass man halt einfach sagt, so, man macht da einfach so eine futuristische Laserwaffe ein bisschen draus, weil das ist ja basically ein Archetype für irgend so ein Future-Shit durch Star Wars. Da hätte man definitiv was Besseres machen können, als einfach nur faul diese Waffe lila zu färben. So, gib dir eine Laserwaffe und keine Wasserpistole. Not gonna lie, bei der nächsten Karte, und zwar Erdbeben, das ist einfach super. Das ist wirklich smart gelöst, denn wir sehen halt den Goblin-Angriffstrupp. Und der Goblin-Angriffstrupp, der hat ein Problem, die kriegen nämlich gerade ein Erdbeben ab. Und die bluten halt auch, weil die verletzen sich halt. So, und das ist uncool natürlich. Aber die beim TCG dachten sich einfach, hey, dadurch, dass das im Hintergrund teils schon ein bisschen dunkler ist, lass mal den vorderen einfach auch umfärben, damit das aussieht wie sein Schatten. Und ohne Witz, kein Scheiß, wer sich immer das ausgedacht hat, super smart, feiere ich total, absoluter Fan davon, weil dadurch, dass der halt im Vordergrund ist, da sieht man das Rote halt noch potenziell, aber hinten sieht das schon aus wie ein Schatten, lass einfach den Vorderen auch zum Schatten machen. Ich schwör's, ich finde das funny, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ihr irgendjemandem nur dieses TCG Artwork zeigt, dass diese Person absolut keinen Plan hat, was da eventuell zensiert worden ist. Also wirklich, jetzt mal legit, Props, das ist smart gemacht. Und jetzt kommen wir zum Abschluss natürlich zu der, ja, Karte, die auf dem Thumbnail ist. Ihr habt alle drauf gewartet, weil ihr Geier seid. Come on, ihr seid Geier, wir wissen das alle. Aber wir reden natürlich über das dunkle Magiermädchen, beziehungsweise im Anime, das schwarze Magiermädchen. Das hat nämlich tatsächlich zwei Zensuren. Und ja, ihr erwartet alle das eine, auch wenn das andere genau dabei ist. Erstmal hat natürlich auf diesem Art Stein auf ihrem Outfit einmal ein Pentagramm. Das wurde natürlich einmal komplett zensiert, und das wurde auch in jedem anderen Artwork zensiert. Und Spoiler, auch jede andere dunkle Magiermädchen-Karte, beziehungsweise Karte, die zum Archetype dazugehört, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kiwi-Magier-Mädchen, Apfel-Magier-Mädchen, die haben alle dieses Pentagramm wegbekommen und dafür halt einen anderen Stein bekommen. Aber natürlich müssen wir halt über, ja, die Boobies reden, so. Boobies sind toll, ganz ehrlich. Wir appreciaten Boobies hier alle, oder? Wir sind uns alle einig. Boobies, nice Sache. Ja, ich find's ehrlich gesagt nicht nötig, dass man bei so vielen Yu-Gi-Oh!-Karten hier die Brüste kleiner macht und Haut verdeckt, weil natürlich richtet sich dieses Kartenspiel an sich an doch einigermaßen junge Leute. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach ein bisschen unnötig. Wiederum, was ich super funny finde bei vielen Karten, einfach weil sie dann halt wirklich, wirklich weirden Shit zensieren, der so, keine Ahnung, so Nacktheit, okay, aber du, wir sind dann nicht mal beim Schlimmsten angekommen, weil für die westliche Welt sind Nippel ja das Allerschlimmste auf diesem Planeten. Aber ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm, so, come on.
lass die doch große Boobies haben. So, wenn es natürlich so groß ist, dass für den Rücken nicht geil ist, dann ist so eine Brustverkleidung voll in Ordnung. Aber so, lass doch die einfach ihre Boobies haben. So. Aber was ich viel lustiger finde, ist, was man eventuell sieht, beim Artwork hat man nämlich auch noch einfach, und das verstehe ich tatsächlich nicht, denn wenn ihr euch das OZG Artwork anguckt, dann seht ihr, dass ja, man den linken Arm sehen kann, aber den rechten nicht, denn da ist halt einfach nur dieses Ding ein bisschen drüber, und das hat man tatsächlich beim TCG Artwork auch gefixt, und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich weiß nicht so recht warum, eventuell, das sah ja nicht mal so aus, als wäre das irgendwie runtergerutscht oder sowas, es war einfach halt länger und die TCG haben es gekürzt. Wir haben ihr weniger Kleidung gegeben? So, wir machen die Boobies kleiner und geben ihr weniger Kleidung? Ich bin verwirrt. Ich bin wirklich, wirklich verwirrt. Halleluja, das arme dunkle Magiermädchen. Und am Ende, falls ihr irgendwelche Karten habt, die unbedingt in diesem Projekt rankommen müssen, schreibt mir gerne einfach den Kartennamen in die Kommentare. Könnt am besten auch gerne dazu schreiben, was da eventuell ist. Dann kann ich da direkt gucken und dann gucken wir mal, ob wir das nächste Folge reinpacken. Von dem her, machen wir das auch so. Wenn ihr einen Vorschlag in die Kommentare schreibt und ich nehme den Vorschlag dran, ich blende euren Kommentar mit ein. Von dem her, wenn ihr in einem Video mit drin sein wollt, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen. Lasst generell ein Like da, falls ihr Bock habt, dass wir richtig viel zensierte Karten durchgehen, weil glaubt mir, da ist sehr viel Bullshit mit bei, von dem her, lasst gerne ein Like da und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.